bei YouTube. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie das Internet bei der Wii aussieht. Also bei der Wii, da ist es nicht sofort da. Ihr müsst euch erstmal das Internet einstellen und euch den Channel dann über den Wii Shop Kanal einstellen. Also runterladen, besser gesagt. Und geht ihr hier drauf, auf Start. So, jetzt habt ihr hier die Suche, die Favoriten und die Internetadresse eingeben. Wenn ihr auf die Internetadresse geht, könnt ihr hier zum Beispiel jetzt www.youtube. Ja genau, da geht ihr einfach auf OK. So, und dann sucht das schon automatisch. Und ihr könnt, es gibt einmal hier YouTube XL, das ist speziell für die Wii entwickelt, und das YouTube, was ihr aus dem normalen Internet halt kennt. So, ihr könnt mit der Plus-Taste und der Minus-Taste auf der Fernbedienung vergrößern und verkleinern. Hier. So, dann könnt ihr hier ganz normal eingeben, wie zum Beispiel jetzt, kann ich ja gleich beschreiben. Ja. So, sage ich jetzt einfach mal Hamster. Müsst ihr auf Suchen gehen. Dann lädt er wieder. Hier unten könnt ihr den blauen sehen, wie das lädt. So. Jetzt hat er hier die ganzen Videos. Braucht ihr dann bloß aufgehen. So, und jetzt habt ihr hier unten zum Beispiel auch noch so eine Leiste. Wenn das hier zu lange lädt und ihr habt ein Problem damit, könnt ihr hier zum Beispiel jetzt auf Seite neu laden. Dann lädt ihr nochmal neu. Hier der blaue Strich. So, dann gibt es hier wieder. Okay, Entschuldigung, kleines Zwischenproblem. Okay, kann weitergehen. Gut, wie gesagt, dann habt ihr hier das Neuladen. Wir diese Internetadresse eingeben, wo ihr dann hier Adresse eingeben könnt. Achso, und beim Eingeben könnt ihr auch noch, wie beim Handy, hier zum Beispiel, wo ihr das dann machen könnt. Und bei den Favoriten könnt ihr einem Freund, zum Beispiel zum Favoriten, also das sind schon ein paar vorgegebene, die immer da sind. Dann könnt ihr die bearbeiten und hinzufügen. Habe ich jetzt zum Beispiel die hier. Dann braucht ihr bloß auf eins draufgehen, dann lädt die Seite schon. Wie zum Beispiel jetzt habe ich das von meiner Internetseite. So, und schon ist es da. Also das Internet von der Wii ist eigentlich was sehr Gutes, aber halt das Schreiben ist ein bisschen sehr schwer. Deswegen ziehe ich den Computer vor. So. Danke sehr fürs Zusehen.